hier im Raum Nute Urstromtal mit euch Kids Filme zu machen, ist für mich das ist für mich Leidenschaft. Okay, kennt ihr das Wort Leidenschaft? Ja, ich kenne das nicht. Ja, wer kennt es nicht, aber kennt ihr die Bedeutung? Das ist so ein Wort, das man kennt, aber das geht sehr tief. Das ist für mich nicht einfach nur Arbeit, sondern es ist für mich etwas, wo ich mit Herzblut dabei bin und was mir super Spaß macht. Und ich habe hier echt Freunde kennengelernt. Ihr seid meine jungen Freunde und ich liebe das echt. Leute, hört mir mal zu, hört mir mal zu. Leute, hört mir mal zu. Es ist für mich auch immer so ein bisschen Lampenfieber drin. Ja? Am ersten Tag weiß ich, ich habe kaum eine Ahnung, was zum Schluss rauskommt. Das ist für mich jedes Mal wieder, als wenn ich an irgendeinem Abgrund stehe und mich reinstürze. Leute, hört mal noch bitte kurz zu. Könnt ihr noch kurz zuhören? Hier ist Karl. Also, wer hält nicht die Klappe, hält doch nicht rein. Okay, dann gehen wir mal rein. Und ich würde dann gucken, wenn wir die Rollen schon haben und ein grobes Drehbuch, dass ich dann schon anfangen kann, so mit einzelnen Gruppen über Charaktere, Erscheinungen und Kleidung zu sprechen. Ja. Dann würde ich einfach so die bitten, die im Februar dabei waren, dass wir da so im Groben nochmal die Geschichte spinnen, was war davor, und dann gucken wir uns an, was hat James jetzt aus der Geschichte gemacht im Drehbuch. Für mich ist das noch völlig offen. Das ist jetzt anders zu dem, was wir besprochen haben. Es war vorher, wie wir im Februar uns getroffen haben, also für die, die da waren, war es vollkommen klar, dass die Diana Stark, die alleine war, jetzt ist ja noch ein Mann mit im Spiel, dass die Böse ist. Diesmal ist es anders. Rhythmus sagt euch ja was? Ja. Wisst ihr, wie Rhythmus aufgebaut ist? 1, 2. Das Drehbuch ist noch nicht fertig, weil ich habe ein Drehbuch, das ich geschrieben habe, schon weggeschmissen, weil es mir nicht gefallen hat. So was passiert, aber... Genau. Was ich dazu sagen, was ist Kontakt? Schon ein bisschen für Fotografie. Achso, was habt ihr für ein Gefühl jetzt von den von Susi Schneider? Von die werden einfach so abhängig von dem Kind. Das ist tatsächlich das Rohmaterial, das ich mir so reingezogen habe von dieser Szene. Da war's. Ja, da war's. Was ist wollt ihr irgendwas sagen? Also, wenn wir jetzt nicht kommen, also die beiden Mitarbeiter, also die Dauer sind ja nur der. Die Chefs von der Firma Stark, das ist für mich der Alexander Stark, ist der Anton. Und die Diana Stark, das ist die Lea. Den Navik nehme ich als viertes Kind mit in die Kindergruppe. Ich schreibe ja auch noch Text. Ja. Julio finde ich für Ton sehr geeignet. Und Ben hat das auch gut gemacht. Ja, Abteilung Ton. Der Bürgermeister kommt mit anderen, haben wir gesagt. Und ja. Svenja und Sarah haben zum Beispiel gesagt, die haben beide einen Dirndl, die würden dann das Kellnern und den Sekt reichen. Echt, mit dem Dirndl? Mit dem Dirndl, ja. Also wir fangen definitiv an, morgen auch richtig zu drehen. Ah ja, cool. Ja, also spätestens morgen Nachmittag, das wird mit Learning on the Run, echt. Also, ja, weil es gibt einfach ein paar Szenen, die können wir wirklich schnell, da sind die Dialoge speziell im HQ, die sind recht kurz und knackig. Also da gibt es nicht so viel zu lernen, die können wir bei der Stellprobe, dem lernen wir die so nebenbei mit. Ja, super. So, ihr seid soweit, ja? Ja, denke ich schon, hoffe schon. Okay, dann gehen wir jetzt los. Kamera? Ja. Ton? Ja. Klappe? Szene 2, Einstellung 2, Take 1. Und bitte. Wir müssen losrennen. Okay, Abbruch.
Abbruch. Bitte. Super, was erzählt ihr denn? Nein, stopp, stopp, stopp. Es ist so. Nein. Leute, leise. Und als Regieassistent muss ich gucken, dass jeder bei jeder Szene jeder auf seinem richtigen Platz steht und auch den Text kann. Und ich muss mich auch eher um die Requisiten kümmern, dass sie auch alle vorhanden sind. Ich bin mit James jetzt zum zweiten Mal dabei und ich war letztes Jahr auch Regieassistent. Und ich würde es immer wieder machen, weil mit James an der Seite macht es immer sehr doll Spaß. Natürlich gibt es immer so Punkte, an denen man denkt, warum passiert das jetzt ausgerechnet uns oder mir. Aber James schafft es immer wieder, diesen Moment lustig zu machen. Stirbt ihr? James, das ist in der Tür, der vorderen Tür. Zurück, zurück an eure Position, zurück. Zurück. Lara, zurück. Ich bin auch schon auf meinem Platz. So, jetzt. Seid ihr bereit? Ja. Und bitte. One-Taker, das ist der One-Taker. Ja, es ist wie gesagt ein Umweltkrimi und es geht darum, dass eine Firma illegal sozusagen Chemikalien entsorgt und das für Kinder zufällig mitkriegen. Und am Ende kommt eine überraschende Wendung, ganz klar, und ja, mehr sage ich dazu eigentlich nicht. Da ist ja ein Auto! Also ich bin Kamerafrau. Und ich muss mich halt immer darum kümmern, dass alle Schauspieler sozusagen an der richtigen Stelle stehen und dass ich den richtigen Blickwinkel sozusagen halt habe. Ich bin einmal Schauspieler und einmal bei der Maske, kostümmäßig dabei. Als Schauspieler bin ich einer der Handlanger, Ben. Die Motive sind meistens ganz interessant, weil die guten Leute, die haben meistens so langweilige Motive. Und ein guter Bösewicht, der hat ein interessantes Motiv. Da kann es sein, dass die Moral von dem Bösewicht dem Zuschauer sehr ähnelt und man sich so denkt, warte mal, wenn irgendwas in meinem Leben anders gelaufen wäre, könnte ich genauso enden. Gut, also den nehmen wir. Gut, aber du darfst dann nicht zu deiner Seite ja reingehen. Das aber das habt ihr ja, da hat ihr ja auch ja. Sonst funktioniert die Szene mit dem Schild nicht. Ja, ja. Oh, guck mal, das ist echter Einsatz, Leute. Ecke. Ecke, du bist sowieso, ich sag mal, du bist ein Held der Arbeit, aber das ist ja schon besetzt, ja. Nee, ihr wisst ja, was das ist, ne? Nee, das wissen die nicht. Wissen die nicht, dann müsst ihr euch mal von Ecke erklären. Das ist ein Held der Arbeit. Also ich glaube, zu meiner Zeit gab es das auch schon nicht mehr. Nee, mein Vater war mal Held der Arbeit, ja. Ah ja. Genau, das ist, wenn du die Zahlen bedienst und bist vorbildlich. Ja, vorbildlich im Betrieb, du sagst die Zahlen und dann. Wollen wir loslegen? Ja. Mach jetzt. Mach, schneller. Müller hat Kriminalpolizei. Ja, die Menschen. Ich hab drin noch was vergessen. Zu schnell, der geht zu. Nein, nicht die Ecken lesen. Nein, nicht das Lesen, nur die Drohne. Okay. Susi Schneider. Ja. Es geht, glaube ich, dringend schon sofort. So dringend. Ach, nee, wie? Ja. Dann hat man ja auch schon ein anderes Verhalten, als man selbst ist, wenn man eine andere Rolle spielt. Ja, und dann zu gucken, wie das dann so ist. Okay, alles klar, seid ihr bereit? Naja, wir arbeiten sehr lange, ja. Dann geht auch mal die Konzentration weg, aber wenn man dann mal so eine kleine Pause macht, dann wird das schon wieder. Einfach Pausen machen. Leute, jetzt euch ein bisschen konzentrieren, sonst schaffen wir das nicht. Ja, dann müssen wir konzentrieren. Ja. Und diese Markierungen sind wichtig, deshalb, weil sonst werdet ihr nicht gesehen, okay? Das ist also kein Zufall, dass sie da sind. Und bitte. Oh Mann! Komm,
Jetzt haben sie es ja langsam. Sie werden immer besser, sie werden immer besser. Das Schöne wäre, wenn sie auswendige Kunden. Aber besser als du. Heute früh. Hast du ich bei immer 6 Takes gebraucht. Ja, okay, du hattest aber auch weniger Takes. Warum sind hier so viele Bremsen hier oben? Großartig. Nimm du. Nein, nicht. Doch, hier sind Bremsen. Was ist denn? Wer macht, musst du doch kommen. Ich weiß nicht, ob Zelt oder Zelt. Genau. Wenn du an deinem Fahrrad hinfahren oder am Zelt sitzt, dann musst du kommen. Genau. Das war der Tipp. Ja. Sie sagt, fresh durch den Splashen, ja, dann noch eine schlichte Melodie, also. Ja, das ist cool. Da waren wir stolz, als wir gerade die Boote haben. Nächste ja. Frage, bist du da morgen dabei? Nee, ich bin morgen nicht da. Alles klar, dann nehme ich den Dennis mit. Genau, weil Elke nämlich Freitag nicht arbeiten darf. Ja. Genau. Also du bist da raus, Dennis ist mit dabei, ihr seid hier. Das heißt, um 7 Uhr fahrt ihr von hier los. Um 7 Uhr ist ja, um 7 also Frühstücken losfahren, du weißt ja mal, 7 Uhr bis. Und noch gemeinsam Eis essen als Freitagsabschluss und die Eltern, die Kiddies dann da 13 Uhr auf dem Boulevard abholen. Ach krass, dann ist morgen nur halber Tag. Und morgen ist noch halber Tag. Genau, da ich das Anwaltsbüro ja nur bis um 12 Uhr ist. Wegen des Alpha. Genau. Ja, weil du musst nämlich ans Gericht. Ja. Das ist schön. Okay, so, dann haben wir den morgigen Tag eigentlich soweit geregelt. Ja, schön. Dann gehen wir jetzt Abendbrot essen. Gehen wir jetzt Abendbrot essen? Abendbrot essen und dann ja. Okay, ich hab noch eine wichtige Sache. Mhm. Und zwar ist das, dass die Drehumsetzung. Ich hatte heute Morgen das Problem, dass ich gefühlt 200 Regisseure hatte. Das kann ich nicht, geht nicht. Ich möchte hören, was jeder zu sagen hat, aber an der richtigen Stelle. Ja? Weil sonst habe ich ein Problem. Ich habe Chaos. Ja? Ich kann erstens meine eigenen Gedanken nicht mehr hören, nicht zu Ende denken. Die Kinder wissen gar nicht mehr, worauf sie sich konzentrieren sollen, wer was ist. Und ich weiß das zu schätzen, wenn jeder mitdenkt, finde ich gut. Aber sonst kriege ich keine Linie rein. Im professionellen Dreh weiß das jeder. Hier müssen wir es erst lernen. Ja? Und das ist nicht, weil ich so ein Arschloch bin. Selten. Ja. So was einfaches. Ja, sondern weil es einfach so ist. Es. Genau. Wenn Ideen da sind, Input, bin ich immer offen. Aber an der anderen Stelle, wenn wir drehen, bin ich der große Mogul. Okay. Okay, alles klar, jetzt gehen wir. Hey, so, na, dann und kommst hast du eine geile Lampe gefunden? Pass mal auf. Oh. Wir werden ja von hier drehen. Also ich spiele die Diana Stark, das ist die Frau vom Alexander Stark. Also es war schon immer anstrengend, so ein bisschen auf Tussihaft zu tun, weil sie ja auch so reich ist, also sehr reich. Aber es macht Spaß, die Rolle zu spielen. Warum muss ich das jetzt diskutieren? Ich habe ein Drehbuch geschrieben, habe mir die Nächte um die Ohren gemacht, ich habe ein Bild im Kopf, ich weiß, was ich da verkaufe. Ja? Und du bist die Schauspielerin, ich sage dir, was du machen sollst, und dann machst du das einfach, so ganz einfach. Okay? Nein. James hat eigentlich immer gute Laune und das motiviert dann einen immer, dass man weitermacht. Also ja, macht es sehr Spaß, mit James zu arbeiten. Bitte? Ich weiß ja, dass es 12 ist. Ich muss nicht von jedem sagen, dass es 12 ist. Ich weiß am meisten, welche Zeit es ist. Alles klar, also bitte noch einmal. Jetzt nehmen wir sie mit. Nee. Warte mal kurz. Mhm. Wieso nicht? Wie viel haben wir jetzt? Clara, bin ich im Bild? Ja, mit 11 Uhr. 12 Uhr. Alexander Stark ist der Leiter von der Firma Stark. Das ist eine Umweltfirma für Entsorgung von Giftmüll und von Müll aller Art. Eigentlich ist er stinkreich, aber der möchte trotzdem noch mehr Geld haben. So, Klappe bitte. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich später beruflich in diese Richtung gehe. Ach, Frau Schneider. Stopp! Kein One-Taker. Die Frau Schneider ist hier unten. Es hat sich nichts geändert. Schauspieler. Und vielleicht Regisseur. Okay, also 2. Hat jemand eine Shortlist gemacht? Nein. Hatten wir eben jetzt, ne? Genau. Nein, wir hatten gerade die 8. Jetzt ist die 4. Dann haben wir. Ja, das war's. 1. Wir haben alle. 1, wir haben 4, alle? 1, 4, 8 haben wir. 1, 4, 8. Fertig.
Hey, super. Drehschluss. Drehschluss, anpacken. Bereit? Auf einer Ecke und Kanten drin. Eins, zwei, drei, vier. Wir sind der Max, Lara, Antonia und Justine. Wir werden euch erzählen, was in unserem Dorf abging. Wir haben es gesehen und werden es berichten. Aber das erste richtige Mal, dass ich wirklich was aufgenommen habe und selbst etwas, einen eigenen Song, den noch niemand vorher gesungen hat, gesungen habe. Ja, es war schon das erste Mal, würde ich sagen. Ich nehme mit nach Hause, dass Film schön ist, dass es vor der Kamera stehen einfach so ein schönes Gefühl ist. Aber ich nehme auch mit, dass man immer seinen Text richtig kennen sollte und dass es sehr anstrengend ist. Ein paar Wörter weg, aber ich finde das klingt geil. Also sing das so wie gerade eben und wir machen das dann einfach so. Du musst akzeptieren, dass dein Text komplett verändert wird. Und ich nehme mit nach Hause, dass man immer neue Freunde finden kann. So, den wollte ich eigentlich so als Aufbau vor den Refrain kurz setzen. Ich finde das, also manche Tage waren sehr anstrengend, das muss ich sagen. Aber eigentlich ist das immer okay. Also ich finde es jetzt nicht schlimm. So, alles auf Anfang. Muss warten, bis die Kamera drauf kommt. Bis der Wind weg ist. Ich höre nur Rauschen. I love this line. Ich stehe. Nur Rauschen ist mal cool. Ohne Hände. Abholen das Kabel. Kompetent. Abholen das Kabel. Super geil. Ach, das Kabel. Ja, ihr könnt mal grad Kuchen essen. Aber leise Kuchen essen. Ich habe jetzt 50 Minuten lang so viel. Ich kann mal so Papier kannst du da reinknüllen und dir was zu trinken. Ja, das war nicht schön, wie wir wirklich bis nachts da hinten standen und gedreht haben. Und als wir dann endlich fertig waren, sind alle ausgerastet. Also Tinnitus. So, Blocking abgeschlossen. So, und jetzt so wie die Szene wäre. Wenn ich sage, bitte. Sarah. Okay. Und bitte. Sarah. Herr Bürgermeister Wegmann, ich hoffe, es geht Ihnen gut mit uns. Gemeinsam wie mit... Stopp. Mann. Wir müssen wenn reden. Ihr angesprochen werdet, dann Mann. Geht ihr nicht, sondern ihr dreht euch zu ihr hin. Das ist also, du musst dich umdrehen zu ihr. Du hast dich selber nicht umgedreht. Genau so. Ja, du freust dich, da ist die Frau Stark. Eine Steuertalerin, okay? Dankeschön. So, jetzt und bitte. Nein, nur mal umdrehen. Wenn er, sie spricht dich ja an, okay? Und hier bitte achten, aufrecht sitzen, Hemd nochmal gerade machen, weil das sieht man nicht, okay? Und, Lea, bitte. Im Februar haben wir noch so gedacht, dass wir vielleicht ein Gangsterboss wäre. Herr Bürgermeister Wegmann, bei der Veranstaltung, die wir gedreht haben, fand ich mich hier schon bürgermeisterlich, um ehrlich zu sagen. Naja, auch wenn das Wort nicht existiert. Die Firma Stark ist der größte Steuerzahler. Ohne die würde es bei uns aussehen wie in der dritten Welt. Ziemlich mies nämlich. Komm schon, du weißt, was ich meine. Danke, also die war ziemlich... Ich mag ihr Gesicht auf jeden Fall, warum man sich dann doch noch jetzt die genommen. Okay, danke. Ich bin halt in echt meiner Meinung nach nicht arrogant und dann ist es auch mal cool, irgendwie mal in diese Perspektive zu schlüpfen. Und also das mag ich auch im Schauspielern. Ich bin nicht ich, sondern ich kann auch mal in eine andere Person mich reinschlüpfen und ja, die Abenteuer dann zusätzlich erleben. So. Genau. Wenn hier was schief läuft, kannst du probieren, haut ihr sofort ab. Okay? So, das drehen wir jetzt. Das. Da drüben. Ich würde einfach wissen, was ich sagen soll. Ich weiß nur noch, alles so. Kannst du es ihr sagen, was wir mitgeschrieben haben? So, alles auf Anfang, wo ist der Klappenmensch? Klappe! Die Leute hier, weil ich kenne ja schon viele, weil viele immer mehr mitmachen, aber man lernt doch immer wieder neue kennen und ich habe mich von Anfang an mit allen verstanden und hier sind auch richtig viele
Leute witzig und da muss man ständig lachen und das ist echt spaßig hier, ja. Gestern Nacht war eigentlich klar, dass wir ein Lachflash kriegen, war eigentlich, es war vollkommen klar. Wir waren ja, sobald wir uns angeguckt haben. War mir vollkommen klar, aus der Nummer war ganz schwer raus. Ich fand's gut, wie Nele das gefangen hat dann. Ja, und mal die Diskussionen, die sind ja normal. Also man sollte nicht immer mit gleicher Meinung sein, weil sonst vertritt man seine eigene Meinung am Ende nicht mehr. Jetzt kommt Refrain, wo alle singen. Stark, stark für die Umwelt. Stark auch noch im Team. Stark, stark für die Umwelt. Gemeinsam kommen wir sehen. Wir würden dir das Instrumental aufnehmen für den Song. Das wäre super. Ja, dass das sozusagen da ist. Und dann mit Sarah morgen den Text einzeln, dass du die Spur davon hast und draufpacken könntest. Oder könnte man auch so, Schnipselchen, weil das ist ja so ein bisschen jetzt auch die Musik der vier Freunde, ja. Ob man so Schnipselchen hat, die man vielleicht immer mal wieder einwenden kann, wenn die Freunde zusammentreffen oder sowas. Ich weiß jetzt nicht, mal so 5 Sekunden oder sowas oder 3 Sekunden, dass man sozusagen diese Melodie einmal als Wiedererkennung hat. Genau. Also ich hoffe, dass es halbwegs gut wird. Ich erwarte jetzt nicht zu viel, weil wir sind halt auch nur kleine Kinder sozusagen und meistens und haben jetzt auch noch nicht so die Profi-Tricks oder so und man kann halt nicht so viel erwarten, aber ich glaube für unser Alter ist es schon sehr gut geworden. Ja, von der Seite siehst du schon wie Wunder aus, da ist noch ein bisschen mehr Dreck noch dran. Du darfst nicht zu viel machen. Ja, also das sieht ja schon fast horrormäßig aus. Nochmal waschen. Kann ich mal waschen. Nora, immer, genau, einmal gründlich waschen und dann fangt lieber nochmal von vorne an. Das ist einfach nur ein Ton, du kannst du das machen. Nein, mit Justine im Bild, das ist mir jetzt egal. Ja, dann machst du aber das. Der könnte auch, Justine könnte jetzt auch Peter. Wir drehen aber mal. Hallo, ich wollte keine Antwort haben. Ich bin hier der böse Diktator. Jetzt hopp. Er war das Schlafen. Anfang ist da drüben. Ist der Ton bereit? Nicht die Äußere. Ton ist bereit. Ja. Ich bin begeistert. Guck mal, der Tonmann stirbt da drüben schon. Ja. Wenn ihr so langsam seid. Genau. Du sagst, wir wollen noch was nicht machen. Aufs Kabel treten. Das stellt dich ja an die Beine. Hä, du trittst auch immer aufs Kabel. Wo sollst du denn da hin? Da kommt jetzt auch ein Auto. Nein. Und noch eins. Oh, jetzt kommt der Berufsverkehr. Lass mal, bitte nicht rumklappen. Übrigens, wenn du die Klappe auch zu hast, musst du sie auch wieder aufmachen. Das haben wir jetzt jedem gesagt, der mal die Klappe hat. Ja, Gero. Und du bist der Einzige, der es nicht kapiert. Der Einzige, der nicht kapiert. Weil ihr es mir auch noch nicht gesagt habt. Habt ihr noch nicht. Weil ich Erbsenzähler und Korinthenkacker. Mit sowas mache ich viel. Und du, wegen deinem Korinthenkacker. Du bist so ein Korinthenkacker. Okay, Achtung. Läuft noch oder haben wir schon abgebrochen? Ich habe noch nicht mal angefangen. Ah, haben wir noch mal Glück gehabt. So, alles auf Anfang. Seid ihr bereit? Ich suche gerade mal meine Mitte. Ach so, ich glaube, sie ist ungefähr da, wo dein Bauchnabel ist. Klar, der war leider gut. Ich glaube, es ist sauer. Wen hast du schon wieder ver... Was soll ich sagen? Wen hast du schon wieder zusammengeschlagen? Ah, gut, okay. Wir machen gleich nochmal weiter. Wir sind es nochmal an, okay? Also, da muss man definitiv höher. Ich spiele Tom Müller. Tom Müller ist so ein ganz lockerer Polizist, der immer nur das macht, was wirklich nötig ist. Ah! Polizei! What the fuck? Ah! Polizei! Oh. Ah! Polizei! Polizei! Ich bin doch das Opfer, du Idiot! Hast du das drauf? Ich geb dir gleich auf 12. Cool, danke. Bitte. Ja, kann ich die Top gerade machen? Welche Brille nutzen die meisten Leute? Also ich denke, dass wir am Ende einen Film haben und dass der Film gut wird. War voll gut, jetzt habe ich nur diesen beschissenen Teppich auf dem Bild. Weil wir alle irgendwie unser Bestes geben, denke ich schon, dass das dann
unseren Anforderungen entspricht und dass wir dann vielleicht wieder zu einem Filmfestival hingehen können. Wenn es brenzlig wird, fahrt ihr los. Ich möchte nicht, dass euch was passiert. Ah, oh, nächste Szene. Ich will mal gerade noch mal gucken, ob nichts verkehrt gemacht hat. Willst du auch gucken? Ja, James. Okay. Soll ich die Party-Szene sein? Ja. Der Caro hat sich ganz entspannte Chill-Out-Mucke gewünscht, die... Eine Art Rockmusik ist da. Ein bisschen im Hintergrund. Badewanne. Ja. Ist das hoch zu warm? Ja. Aber das ist nicht so Party, das hat eher was von Entspannung und. Ja, soll ja auch eine entspannende Atmosphäre da sein. Ja, aber das ist Badewanne-Atmosphäre. Schön. So, wir haben 1. Beleg, 2 Beleg, 3 Beleg, 4 Beleg, 5 Beleg, 6, 7, 8. Wunderbar. Und wir haben 55 belegt. Das. Also kann das weg. Zack. Ja, da hatte ich Bequem rein. Ja, das meine ich. Dieser eine Dreh noch, damit du vielleicht an der Stelle, wo du keinen Stress haben willst, dann auch keinen kriegst. Den könntest du bei, mir lernen. Aber wer sagt, dass ich keinen Stress haben will? Wie du vielleicht in den letzten 14 Tagen gesehen hast, ja, ist es auch mir nicht immer so leicht gefallen. Ja. Kim, ich würde dich bitten, die Axt wegzulehnen, wenn sie nicht gerade gebraucht wird. Die wird gebraucht. Und pass auf, ich habe irgendwie das Gefühl, dass das hier So erklären wir es. So, ja, alles klar, es ist mir jetzt egal, jetzt hören wir auf, jetzt ist Drehschluss. Okay? Okay, cool. Alles klar, Drehschluss. Okay. Drehschluss. Also ja, ich bin schon mit einem Vorgedanken hier reingegangen, dass ich gerne mal gucken würde, ob es mir wirklich Spaß macht, auch einen Film zu drehen. Und habe ich meine Antwort, ja, es tut es. Komplett daneben geworfen. Julio, komm doch! Ah, komm, Kim, komm jetzt! Okay. Komm her, James! Okay, Abdo. Lass mal ein. Eins in den Ofen. Eigentlich